Der ist jetzt auch auf einer Zage. Die Zage kommt jetzt auch runter dann. So. Ja. Du. So. Also allein vom Heben her sage ich, alles okay. Genügend Gewicht ist da. Ist geil. Das Ding ist geil. Durch das, dass wir ein bisschen Gas geben müssen, schauen wir jetzt nicht, dass ich alles sammle. Weil ich will heute hier mit alle Völker durch sein. Und ich habe ja noch unten noch welche. Aus dem Grund. Ja. Geben wir ein bisschen Gas. So, dann schauen wir, ziehen wir mal wieder Randwabe. Ah, so. Da. Ah, jetzt ein bisschen Schimmel angefangen. Aber komischerweise nur hier. Bisschen Futter. Aber ich glaube, dem Volk geht's auch gut. So. So. Ein bisschen, ja gut, hier ist was. Was mir nicht gefällt, hier ist ein bisschen, hier ist mal Rohrkot. Oh, da ist ein ziemlicher Totenfall, sehe ich gerade. Den Boden muss ich sauber machen, Schatz. Mal da abräumen, dass ich das da mal da raufstellen kann. Das mache ich jetzt gleich mal, bevor ich zu große Unruhe reinbringe. Eieiei, schau dir mal das an. Das ist eigentlich zu viel Totenfall, das ist zu viel. Aber dem Volk geht es trotzdem anscheinend gut. Aus dem Grund. So. Jetzt haben wir eine ganze Arbeit abgenommen. Ich stelle mal um. Habt ihr das gesehen? Ja, denke schon, oder? So, die paar Bienen, die sind mir egal, aber der größte Totenfall ist weg. So. Gut. Dann machen wir hier mal weiter. Das war jetzt ein bisschen viel Totenfall, finde ich. Was da jetzt da war, Futter, Pollen, so, Futter, Pollen. Also das Volk hat sich offensichtlich hauptsächlich vorne bewegt am Flugloch über den Winter. Das eine Volk hatte so viel Totenfall wie alle Völker bis jetzt miteinander. Hier ist Pollen. Hier ist nichts. Also im vorderen Bereich ist ziemlich kahl. Aber ich habe ja von dem anderen Volk gerade einen Haufen, vom Volk 5 einen Haufen Futter raus, also wenn es jetzt wirklich wäre, kann ich ihnen was geben, aber okay, frische Stifte sind da, hier müsste eine blaue Königin drin sein, frische Stifte sind da, aber ist jetzt noch nicht so groß, das Ganze. Boah, wenn das nicht immer so fest zusammen wäre. Ist ja Wahnsinn. Ah, hier ist verdeckelte Brut.
Das ist mir übrigens auch wichtig, dass verdeckelte Brut da ist. Weil sobald verdeckelte und schlüpfende Brut da ist, beginnt ein das Rennen im Prinzip gegen die Varroa. Und falls auch eine relativ höhere Belastung da wäre, haben die gute Chancen, es zu schaffen, wenn was Verdeckeltes da ist. Aber das gefällt mir nicht, weil hier war es schon wieder. So, und jetzt will ich die Königin sehen. Jetzt will ich die Königin sehen. Hier ist richtig Futter noch, glaube ich zumindest. Jetzt interessiert mich, ob die Königin da ist oder wie die aussieht. Ja, hier ist nur Futter. Futter, Futter, Futter. Das reicht mir. Noch ein Blick. Keinerlei Stifte drauf. Also das Volk sieht von oben wesentlich besser aus, wie es wirklich ist. Ist ja jetzt auch kein Beinbruch. Es sind viele frische Stifte da. So, Chefin, wo bist du? Die Sonne ist so doof, muss es so hergehen. Hier sind auch schöne Stifte drauf. Wichtig ist auch, wo ich jetzt drauf schaue, die Stifte, ob sie schön mittig sitzen, also dass es keine Drohnenbrut ist. Also kein Drohnenmütterchen, so sagt man ja. Okay, hier sind schon Larven. Hier sind schöne Larven drin. Mein Gott. Ah, hier ist die Königin und die stiftet gerade ein Ei. Hier. Jetzt ist sie mit dem Schwanz wieder raus. Die stiftet gerade. Schön. Also hier ist sie. Die Königin. Lässt sich gar nicht beirren von mir. Stiftet ganz gemütlich weiter. Die kriegen aber von mir jetzt ein bisschen Eiweißteig. Die kriegen jetzt einen Eiweißteig. Auch wenn sie nicht unbedingt brauchen würden. Aber ich habe ihn da. So, und jetzt sortieren wir das Ganze mal. Futter nach hinten. Das ist zum Beispiel auch sowas, wenn ich da jetzt durchschaue. Bei dem passt es ja eh von Haus auf. Schaue ich gleich, dass das Futter hinten ist. Also wenn ich jetzt so ein Rämchen ziehe und ich merke, hey, das Futter ist eigentlich vorne, das Volk hat sich über die Rückwand entwickelt über den Winter und vorne ist alles voll mit Futter, kommt ab und zu vor, dann drehe ich das gesamte Volk. Beziehungsweise ich mache mir gar nicht die Mühe, dass ich jedes Rämchen ziehe, sondern ich nehme die Kiste, drehe sie komplett einmal und also 180 Grad und dann ist gut. Dann ist das Futter wieder ganz hinten, so wie es sein soll. Und dann habe ich auch ein bisschen das Risiko von der Räuberei ein bisschen minimiert. Ja. Weil das Risiko zum Räubern ist ja jetzt genauso wie im Frühjahr. So, kommt die Folie wieder drauf. Halt. Gott, Schatz, ich brauche neue Folien. Den nehmen wir beim Ruck mit. Schmeißen wir mal einen Sommer. Ein dickes. Nehmen wir. Ja, du hast schon eins. Weißt du schon, das eine dicke. Ja. So. Und die Tüten nehmen wir nicht mehr. Der rein, ich fühl's schon. Ja, habt ihr es gehört? Die Frau, Geiz ist geil. Hauptsache billig. So ist es. So ist es im Leben. So, dann kommt der Leerzeigerwald drauf. Weil ich sie nicht so quetschen will jetzt mit dem Teig. Ich könnte es natürlich ein bisschen Blatt rollen und drunter reinlegen, aber ich habe die Zeige eh da.
Und dann habe ich einen Grund, dass ich sie jetzt nicht mit runtertragen muss. So, dann gehen wir gleich mal fliegende Wechsel. Der da hinten, das letzte Volk, das. Ja, das ist ein Sorgenkind. Da bin ich gespannt, ob da eine Königin da ist. Und wenn keine da ist, bin ich gespannt, was ich da mache. Weil das weiß ich noch nicht. So, dann sind wir. Au. Ich brauche ein Funkmikro. Also liebe Funkmikrohersteller da draußen, ich würde jetzt sagen, ich bin geizig, aber ich bin arm. Das kommt auch raus. Das Funkmikrofon, ich würde mich freuen. Wäre eine coole Aktion. So, das Rämpchen kommt dann hier rein. So, schauen wir mal hier. So, klassisches Beispiel, Folie drauf. Ihr seht es, oder ihr seht es nicht. Warte mal. So. Das ist immer das, warum ich die Folie nicht mag im Winter. Ich habe es aber mal jetzt dieses Jahr extra drauf gelassen, um euch zu zeigen, was wirklich da der Unterschied ist. So, ihr seht es, Folie ist drauf. Das heißt immer kein Schimmel, wenn genügend Bienenmasse da ist. Die Kiste ist voll. Ja, die Kiste ist voll. Und seht ihr das hier? Schimmel. Ist jetzt keine Dramatik, muss man dazu sagen. Die Bienen machen das ganz von alleine sauber. In den nächsten paar Wochen. Halt, ein bisschen Rauch brauchen wir. Müssen wir mal ein bisschen runtergehen da, die Ladies. Habe ich da noch so Pellets drin? Komm, geht's mal weg. Hier, weg, weg, weg. So. So, da mache ich, zeige ich jetzt mal bloß an diesem Volk mal eine andere Art. Ja, nee, ich will sehen, ob Brut da ist. Ich will jetzt sehen, ob Brut da ist. Und das ist halt im Prinzip, das soll der Klimadeckel soll das verhindern. Und ihr werdet es sehen, es werden ja wahrscheinlich diese Woche jeden Tag ein Video kommen. Nächste. Ihr werdet es sehen, der Unterschied Klimadeckel zu Folie. So. Sieht das Ganze doch schon ein bisschen fresher aus. Ihr seht es auch, wenn ihr mal das genau anschaut. Ich schaue jetzt mal, ob ihr das wirklich gut sehen könnt. Ich klettere da mal hoch. Ja, ihr seht es. Die Rämchen sind hier auf Press, sind hier auf Press. Die sind wirklich auf Press da drin. Weil das Holz einfach durch die Feuchte aufquillt. Und ja, das wird jetzt ein bisschen blöd zum Ziehen. Ich schaue mir jetzt schon mal den Boden an von diesem Volk. What? Hört dich, ich will euch das nicht vorenthalten. Der ist komplett sauber. Okay, so kann es gehen. So. Dann. Wo fangen wir an? Das wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen legen. Da ziehen sich die Rämpchen wieder zusammen und dann geht das alles wieder richtig schön. Aber ihr seht jetzt, das ist richtig eingekeilt. Jetzt habe ich sie runtergestoßen. So, was mir nicht gefällt auf den ersten Blick, diese franzigen Öffnungen. Das sieht nach Räuberei aus. Hier auch, die fräsen das alles weg. Die haben richtig hier die Wand abgefräst. Seht ihr das? Abgefräst, dass sie da dran kommen. Kann jetzt natürlich auch sein, dass das einfach nur den Grund zu schulden hat,
dass durch das Holz, was aufquillt, die Mittelwand so an die Wand gepresst worden ist, dass sie nicht mehr hinkommen und deswegen das so wegfräsen. Aber das werden wir jetzt sehen. Wie es ausschaut, Pollen, Brut, Futter. Okay, hier ist schon mal Pollen und Futter. Richtig schön. Ich hoffe, ich kann mir das dann alles merken für die Titel, Videotitel. Das ist nämlich eigentlich schon interessant. Hier ist wieder schönes Brutnest. Hier ist eine grüne Königin drin, eine grüne. Für alle, wo neu dabei sind, ich mache bei mir hinten an die, ja, ich zeige es ja anders mal, ich mache da so Reisnägel rein mit der Farbe der Königin. Das habe ich vom Trendhonig. Ja, das dieses Jahr hat uns ein bisschen in den Stich gelassen mit den Videos. Das ist auch ein neuer YouTuber, also Imker-YouTuber, wenn man das so nennen darf. Hier ist auch ein schönes Brutnest. Hier auch. Sieht sehr schön aus. Also nein, ich glaube nicht, das ist keine Räuberei. Ich glaube wirklich, das hat so weit. Schaut euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen. Seht ihr, die haben da locker einen Zentimeter von der Wand runtergenommen, dass sie wahrscheinlich ans Futter rankommen. Fräsen die das ab. Das sind keine Räuberei. Und sowas hatte ich auch noch nicht, dass ich am Boden, dass der Boden komplett sauber war. Komplett. Naja. So. Auch Brutnest. Auch schönes Brutnest. Richtig schönes Brutnest. Brutnest. So ein Streifen so mit zwei Fingerbreit Pollen. Der Rest ist Futter, seht ihr, und das ist alles frisch bestiftet. Respekt. Respekt, knackiges Völkchen. Also die Kiste ist voll. Das ist jetzt auch so wie die anderen, weil die nächsten große Eingriff bei den Völkern ist jetzt dann im Prinzip die Honigräume drauf. Aber da warte ich jetzt noch ein bisschen. Dann kommen die Honigräume drauf. Absperrgitter dazwischen. Das ist Wahnsinn, auch alles voll mit Brut. Aber ich habe meine Kandidaten schon, wo ich dieses Jahr wahrscheinlich nachziehe. Und ich bin schon ganz nervös auf das Volk da neben mir. Weil, ja, da das Sorgenkind. Auch frischer Nektar. Komplett hier, das hier ist alles frisch. Warte mal, ich halte es mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr seht, es glitzern. Irre. Ha, und hier ist die Königin. Hier, die hat ihre Markierung verloren. Das ist aber eine grüne. Ja. Also ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Hier. So, dann kommt das jetzt rein und ich baue das gleich wieder. Ich schaue jetzt gar nicht mehr weiter, weil das passt alles. Das ist alles traumhaft. Das Futter passt, es passt eigentlich alles. Aber ich schiebe die nicht rein mit den ganzen Bienen da drauf. Das mache ich nicht. So, jetzt mache ich mal hier die Gasse frei. Und schiebt die dann auch wieder so rein. Aber seht ihr das? Das ist auch ein Grund, wieso ich im Winter diese Folie nicht mag. So, schmeiß mal einen Teig her. Weil da jetzt einen drauf, weil ihn einfach hoch. Oder soll ich ihn aufheben? Er wird ja nicht schlecht. Nein, ich tue keinen drauf. Das passt top, das Volk. So. Komm, bleib unten. Folie, ich rede mit der Folie. So. Gut, so, dann lege ich den Deckel, dann passt.
schnell schicken. So. So, wieder der Zagi zum Runtertragen. Und jetzt kommen wir zum Sorgenkind. Folge Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Folge Nummer 8.